Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wir behandeln in der heutigen Sitzung zwei Anträge, die sich in ihrer Konsequenz wie ein gemeinsamer Großangriff von Grünen und Linken auf den Braunkohletagebau und die Kraftwerke in der Lausitz lesen. Mit der Versagung von Genehmigungen neuer Braunkohletagebaue bzw. von Erweiterungen aktiver Braunkohletagebaue in Ihrem Beschlusspunkt 5, liebe Linksfraktion, wird das Ziel schon sehr deutlich angesprochen. Ausstieg aus der Braunkohle so schnell wie möglich. Damit stellen Sie sich programmatisch in eine Front mit den Grünen. Die Braunkohle ist jedoch das ökonomische Herz der Lausitz. Ein überhasteter Ausstieg aus der Braunkohleverstromung würde im Osten Sachsens schwerste soziale und wirtschaftliche Verwerfungen auslösen. Die Kohle gibt, die Kohle nimmt. Dies ist ein Spruch aus der Lausitz, der zeigt, wie sehr diese Gegend von der Braunkohle geprägt ist, im Guten wie im Schlechten. Insgesamt sind in Ostdeutschland 12.000 direkte und 11.600 indirekte Beschäftigte im Bergbau und in der Energiewirtschaft tätig. Diese Arbeitsplätze gefährden Sie nicht nur, nein, Sie wollen sie vernichten. Ich sage Ihnen, wenn in einem Land Tagebau betrieben wird, dann bin ich froh, wenn dies in Deutschland geschieht. In keinem anderen Land der Welt gibt es ein derart gutes Kontrollsystem. In Deutschland wird kein rücksichtsloser Raubbau nach dem Prinzip nach mit die Sintflut betrieben. Was Sie, liebe Linke und Grüne, hier hingegen betreiben, ist unverantwortliche Panikmache. Die linke Fraktion glaubt, dass vor dem Hintergrund der laufenden Verkaufsverhandlungen von Vattenfall die bestehenden Kontrollen nicht ausreichen. So ein Unsinn. Der beabsichtigte Verkauf der Braunkohlesparte durch Vattenfall ist doch nicht ökonomisch motiviert, sondern politisch. Die rot-grüne schwedische Regierung, also ihre Gesinnungsgenossen, möchte das unbedingt. Doch auch wenn der Betreiber der Anlagen wechselt, werden diese am Ende nicht anders betrieben. Ein Teil der Kontrollen bzw. auch die Erhebung der entsprechenden Messwerte ist vertraglich vereinbart und auch für den möglichen neuen Eigentümer bindend. Interessant ist aber, dass kleine Anfragen in Brandenburg ergeben haben, dass nicht mehr alle Messwerte beprobt werden, nicht mehr alle Messstellen beprobt werden, insbesondere diejenigen in direkter Nähe zu den Einleitstellen der Pumpwässer. Die in den wasserrechtlichen Genehmigungen festgelegten Grenzwerte, insbesondere für Eisen, sind in Brandenburg sehr hoch angesetzt. Der Grenzwert der Einleiterlaubnis für den Tagebau Welzow Süd beträgt beispielsweise 5 Milligramm pro Liter und scheint trotzdem direkt an den Einleitstellen regelmäßig überschritten zu werden. Dass Ihre Parteikollegen, liebe Linke, in der brandenburgischen Landesregierung nicht imstande sind, Grenzwerte auch durchzusetzen, ist nun aber kein Indiz dafür, dass die sächsische Landesregierung zu wenig kontrolliert. Kehren Sie lieber vor Ihrer brandenburgischen Haustür. Mit den Beschlusspunkten 6 und insbesondere 7 und 8 stellen Sie irreale Forderungen auf. Sie ergeben nur eine weitere Belastung der Braunkohletagebaue und damit eine Gefährdung von Arbeitsplätzen. Eine deutlich höhere Rücklagenbildung ist kaum realisierbar und in dem Umfang auch gar nicht verlässlich. Oder erklären Sie mir doch bitte, wie eine Gewährleistung der sicheren, krisenfesten und langfristig verfügbaren Bildung und Anlage von finanziellen Rücklagen aussehen soll. In Zeiten, in denen die Spareinlagen von Millionen Kleinanlegern durch die Nullzinspolitik der EZB inflationiert werden und auch die Investitionen in Aktien keine Sicherheit mehr gewährleisten. Die Ausschüttungen von Lebensversicherungen und Rentenfonds sind mittelfristig und langfristig bedroht. Da kommen Sie mit der Utopie von krisensicheren Rücklagen. Ihr Ziel ist aber klar sichtbar. Die Fortsetzung des Braunkohletagebaus soll so unattraktiv wie möglich gemacht werden. In ähnlicher Weise sind auch die Beschlusspunkte unter Römisch 1 im Antrag der Grünen zu sehen. Dort heißt es unter drittens, wie und durch wen die Ewigkeitslasten zukünftig gedeckt werden, wenn der Käufer zu diesem Zeitpunkt nicht mehr hinreichend zahlungsfähig ist. Die Definition sogenannter Ewigkeitslasten ist heute eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber wenn durch rot-grüne Politik die Unternehmenskonzepte zerstört werden, dann ist es nur folgerichtig, dass der Bund und letztlich auch der Freistaat in die Pflicht kommt. Herr Lippold, ich darf Sie zitieren.
Wir müssen endlich eine Zukunftsvision für die Lausitz ohne Braunkohle entwickeln. Mit Visionen kann man eine Region aber auch zugrunde richten. Oder wie Helmut Schmidt einst sagte, wenn ich Visionen hätte, würde ich zum Arzt gehen. Nein, wir brauchen keine wolkigen Visionen. Solange der Lausitz, der völlige wirtschaftliche Niedergang droht, wenn überstürzt und ideologisch motiviert der Ausstieg aus der Braunkohle vollzogen wird, verursachen Sie mit Ihren Visionen nur Schaden. Und Sie retten noch nicht einmal das Weltklima. Von Sachsen aus, versteht sich. Vielen Dank.